Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet Gladiator. Ja, schön, dass ihr wieder mal vorbeigeschaltet habt. Und zwar haben wir nämlich in der letzten Folge gegen Shellshock gekämpft und wir haben natürlich gewonnen. Er ist jetzt fort, also besser gesagt, er wurde vernichtet, er wurde eliminiert. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich weitere Dreadzone-Herausforderungen machen, um den nächsten Planet freizuschalten. Aber erstmal wollte ich zu Big L rübergehen, um zu schauen, ob meine Kampfbots etwas Neues gebrauchen könnten. So, Verkäufer aktivieren. Was hat der? Schildverbindung. Okay, hier sind nur wieder Lackfarben. Köpfe. Okay, die Schildverbindung hört sich nicht schlecht an. Ja, dann werde ich mal das hier holen. So. Und ich habe ja ganz am Ende gesagt, wir werden erstmal zur Kehrkuppel hingehen, denn dort gibt es auch weitere Dreadzone-Herausforderungen und ich würde sagen, wir machen das mal. Genau, zur Killerkuppel fliegen. Machen Sie Platz für unseren neuen Herausforderer! So, das Mühlrad, das lange Schlaf. Ja, gibt es nur zwei Dread-Herausforderungen. Ja, und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Meine Damen und Herren, nun heißt es töten oder getötet werden. Denn wir kommen zur Annihilator-Runde. Ratchet muss Angriff um Angriff tödlicher Feinde überstehen. Ja, und das Ganze 10 Mal. Also es gibt insgesamt 10 Runden. So, hier, eine neue Waffe. Ah, hier oben ist einer. Aha! Kein Schiff mehr, ihr Volltrottel. So, wir haben es gleich geschafft. Und ja, Mann, Jägerminenwerfer auf Level 2. Okay, letzte Runde. Komm, eliminieren wir sie alle. Ja, Mann, somit haben wir auch schon die erste Dread-Herausforderung beendet. Ratchet. So, jetzt gibt's nur noch der lange Schlaf. Jetzt kommt ein leises, aber tödliches Gift zum Einsatz. Oh nein! Mach bitte ein Fenster auf! Keine Angst, Juanita. Ich spreche von der Gasrunde, in der Ratchet alle Feinde besiegen muss, bevor er den giftigen Dämpfen zum Opfer fällt. Alles klar. Oh, Baby, ich liebe diesen Geruch. Also ich liebe es nicht. Wenn es hier so um Giftgas geht. Aber auch das werden wir schaffen. Wow, wow, wow. Ich brauche nur Nanotech, mehr nicht. Oh, er beginnt zu wanken. Manche Gladiatoren vertragen einfach kein Gas. Na komm, das schaffen wir. Und somit haben wir auch die zweite und auch letzte Dread-Herausforderung beendet in der Killerkuppel. Wir haben einen neuen Outfit, Rächer-Turnier. Clank, hast du
gesehen, wie ich gegen den Shellshock-Typen abgegangen bin? So. Das ist nicht lustig, Ratchet. Komm schon, Clank. Gönn mir doch auch mal meinen Spaß. Ist dir klar, wie viele andere Helden sie schon getötet haben? Hier, sieh's dir an. Und nun das neueste Action-Aktuell von Pox News. Die neue Staffel von Dread Zone ist angelaufen und verspricht bereits wieder neue Rekordquoten. Unter den Kandidaten in dieser Saison ist der berüchtigte Mafia-Pate namens Ratchet. Hier Bilder von seinem Anwesen auf Magta. Kaum zu glauben, dass andere Sender ihn als Helden feiern. Das ist absolut richtig, Dallas. Unter den anderen Kandidaten befindet sich auch Ratchets skrupelloser Roboterkomplize Clank. Der war mir schon immer suspekt, Juanita. Ein Glück nur, dass er nicht mehr frei herumläuft, Dallas. Und noch besser ist, dass unsere Pox Exterminator All-Stars wieder vom fünfmaligen Großmeister angeführt werden von Ace Hotlight. In der letzten Staffel begeisterte Ace die Galaxie, als er 13 Kandidaten ausschaltete. Darunter Captain Starshield, den braunen Ranger und Affenzahn McKnight. Die 6 Billionen Dreadzone-Fans erwarten in den nächsten Wochen ein unglaubliches Fernseherlebnis. So viel ist sicher, Dallas. Ja, von Ace Hotlight habe ich als Kind mal gehört. Er war ein berühmter Held, bis er verschwand. Das war jemand anderes. Warum sollte ein Held andere Helden für Geld töten? Nicht für Geld, Blechdose. Zum Spaß. Ich verstehe das nicht. Verräter! Hältst du das alles nur für ein Spiel? Genau das ist es, Pelzknäuel. Und du wirst der Star meines Best-of-Videos. Na dann bis bald, Lombax. Hey, Ratchet! Ich weiß, dass du gerade mit Kämpfen und Springen und dich Verletzen beschäftigt bist, aber ich habe ein neues Bot-Upgrade für dich. Ja, das hört sich toll an. Okay, laut Karte müssen wir wieder zurück zu Killerkuppel. Okay, also ich würde sagen, wir können das ruhig machen. So, ui, der hat den Richter. Ist auch eine sehr geile Waffe hier. Kostet jetzt zwar 60.000 Molds, da müssen wir dann auch so langsam sparen. So, ich würde sagen, wir gehen dann kurz rüber zur Big L. So, der hat Bogo als Waffe und Upgrades. Go Command A. Dies ist das erste. Okay, ich war wieder zu langsam. Aha. Ja, ich würde sagen, ich spare lieber noch. Okay, ich würde sagen, wir kehren dann wieder mal zurück zur Killerkuppel. Aber könnten wir jetzt nicht eigentlich das neue Outfit wählen? Ich muss mal gucken. Waffen, Herausforderungen, Planeten, Ausstattung. Irgendwie nicht. Okay. Extras, Stilpunkte, Bestellenliste, Stadt, Tricks, Charakter. Nope. Okay. Okay, ist ein bisschen seltsam. Okay, ich würde sagen, wir kehren dann wieder zurück zur Killerkuppel. Machen Sie Platz für unseren neuen Herausforderer! So, einen Moment mal, ich will noch mal hier was gucken. Herausforderung? Nope. No. Planet, Ausstattung, Waffen. Wähle eine Waffe, gehe runter zum Alp. Okay, hier kann man wirklich nicht die Rüstung ändern? Warum nicht? Das müsste doch gehen. Das müsste doch irgendwie gehen, aber irgendwie geht das nicht. Naja, ist jetzt auch egal. Die schnelle Runde. Oh, was für ein Spektakel. Oh Gott. Oh Gott. Thank you.
So, jetzt haben wir auch die erste Herausforderung beendet. Okay, dann weiter geht's. Aber ohne Witz, eigentlich hätten wir jetzt die grüne Rüstung an, weil das macht er nämlich automatisch. Aber, naja, wenn er das jetzt nicht macht, okay. Aber im ersten Durchspielen war das so. Also ich habe nichts irgendwie eingestellt oder so. Naja. Ist wie gesagt jetzt auch egal. Vielleicht passiert das auch vielleicht später, wenn wir das beendet haben. Okay, hier ist wieder Muni. Oh Gott, Geschütze, ey. Ich hasse Geschütze. Ah! Ich hab gesagt, ich hasse sie. Und wir haben jetzt den Big 6 Tilga auf Level 3. Okay, das waren jetzt auch alle. Perfekt. Oh Gott, ich brauche wieder Muni. Wow, wow, wow. Ah, geh kaputt. Wow. Und den Doppelviper auf Level 4. Perfekt. Ja, Mann, somit haben wir auch die dritte, oder ist es die zweite Herausforderung? Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht gezählt. Es wird okay. Zeit, den schrecklichen röhrenförmigen Energieturm zu erklimmen. Na, super. Hermit, ohne Clank ist es ein bisschen schwieriger. Okay, aha. Ich warte erstmal. So. Zack. 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 Ah! Ich wusste es. Okay, nochmal. Oh, oh Gott. Ja, also ihr seht schon, es ist deutlich schwieriger. Ja, Mann, wir haben es geschafft. Okay.
wieder diese Nummer. Okay, ich glaube, die Grünen bleiben für immer so. Okay. Hallo, hopp. Und alle hopp. Perfekt. Okay. Und die Lilanen, was machen die? Aha, ich wusste es. Die bleiben nicht für immer so. Die gehen dann nach unten. Wow, hey. Oh mein Gott, wie hoch geht das denn noch? Okay, jetzt oder nie? Okay, eine Runde. Eine Runde. Ratchet hat die Spitze des Energieturms erreicht. Er ist womöglich der erste Dreadzone-Kandidat, der das geschafft hat. Quermita, was meinst du? Okay, damit haben wir jetzt auch die Kampagne abgeschlossen. Und ich glaube, jetzt haben wir auch den Kreuzritter-Outfit freigeschaltet. Nehmen Sie sich vor unserem neuen Liberator in Acht. Seine erste Million machte Ratchet mit Zigarettenverkäufen an Kinder. Danach wurde er Tankerpilot bei Zaxxon. Eine Woche später stürzte sein Tanker auf den Meeresplaneten Aquatos, weil Ratchet betrunken flog. Wie können wir jemals die Bilder vergessen von jungen Robben, die in Atommüll ersticken? Klein Coco hatte keine Chance. Wie konntet ihr nur? Was hat die kleine Coco euch denn getan? Was? Al, wie konntest du diese lächerlichen Lügen glauben? Nein, ich meinte nur, du weißt schon, Leute. Meinte, wir müssen hier raus, bevor es uns alle erwischt. Hat jemand einen Plan? Ich habe mich mit einem Technikdroiden von der Regie unterhalten. Die Kleine könnte die Baupläne für diese Halsschlösser besorgen. Das ist super. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Vox hat seine Spione überall. Alles klar. Was? Dass du es in der Hand hältst? Wo ist mein Bohrer? Ja, wo ist dein Bohrer, ey? Ja, okay, dann weißt du Bescheid. Jetzt haben wir endlich ein neues Outfit bekommen. Sieht fantastisch sehr nice aus. Ich habe schon Käsesorten gesehen, die lebensgefährlicher waren als deine Kampfbots. Bring sie zurück in meinen Laden, dann verpasse ich ihnen ein paar Upgrades. Ja, das hört sich toll an, aber ich muss erstmal gucken, weil wir haben bis jetzt noch keinen weiteren Planeten freigeschaltet. Ich glaube, ich muss zurück nach Kronos, um die Dread-Herausforderung zu machen. Ich muss mal schauen. Ich guck mal auch, wie viele das sind. So, Rächerturnier haben wir abgeschlossen. Kronos. Okay, sind drei. Nachtflug, Umkehr, Action, Dunkelstädte, Arenen. Und Rächerturnier gibt's auch. Gibt's nur zwei. Perfekte Chromverkleidung, ganz persönlich. Okay, der nächste Planet wäre Char. Okay, wisst ihr was, meine lieben Freunde? In der nächsten Folge machen wir einfach weiter mit den Dread-Herausforderungen. Das heißt, wir werden die Dread-Herausforderungen von Kronos abschließen und von dem Kreuzritter-Turnier.
Und dann, ja, werden wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Okay, Leute, ich bedanke mich natürlich wie immer, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch wenigstens wieder mal gefallen. Es wurde natürlich auch weitere Zwischensequenz wieder mal gezeigt. Mehrmals sogar. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das Ganze in der nächsten Folge hier bei Ratchet Gladiator. Mach's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.